Ja, hallöchen, liebe Leute, hier mal wieder bei einem anderen neuen Spiel. Das ist zumindest neu. Ja, es geht diesmal um Reus. Oder Reus, Reus. Ach, ich sag Reus. So. Das bleibt dabei. Was soll man dazu sagen? Es ist ein Sandbox-Spiel, kann man schlecht sagen. Ja, es ist also ein Indie-Game. Von, wir haben es gerade eben gesehen im Vorspann, eBay Games. Die haben es, glaube ich, rausgebracht oder sogar entwickelt. Welches, ne? Ein Indie-Strategiespiel. Also, ich habe schon mal vorgeschlunzt. Ich fange jetzt mal an, nochmal ja, den Anfang mitzumachen. So, Planet, du musst aus dem Schlummer erwachen. Deine Oberfläche ist tot und nur du hast die Kraft, neues Leben zu erschaffen. Du bist aus deinem Schlummer erwacht. Deine Oberfläche ist trocken und öde. Sie ist vollkommen leblos. Okay. Mit Mausrad oder dem Pfeiltasten können wir hier reinzoomen, hin, her und raus. Ja. Halt linke Maustaste gedrückt und lass den Planeten durchziehen, der Maustaste rotieren. Und zwar so. Nächstes. Mit wenig Kraft, die du hast, erschaffst du die Instrumente deines Wissens, Willens. Den Ozeanriesen und den Steinriesen. Und da haben wir es alle wieder. So, dein Ziel ist das Leben, ein Nötlein Paradies zu entwickeln. So. Wir sind jetzt so praktisch. Da und da zusammenlaufen lassen. So. Pausieren mit Leertaste. Auf Ötland kein Leben gehört dein. Es muss umgewandelt werden, damit es bewohnbar wird. Gut. Da haben wir das. Danke. Und jetzt kommt nämlich der Waldriese. Herr Affe. Ha? Ha? Waldriesen, Wald, Ozean. Genau. So. Bauen wir das mal machen. Wir sehen hier den Bereich. Ja. Hier drüben nützt es nichts. Da kann er nichts anpflanzen im Ödland. Okay, weiter. Fertrisse hat eine neue Fähigkeit. Was hat er denn? Gebirge. Aber als erstes machen wir mal, wenn wir ja wissen, was auf uns zukommt. Das so. Und den lassen wir das Gebirge erschaffen. So, hier können wir uns schon mal die Stelle merken, wo der Wald aufhört. Das war jetzt hier. Da können wir nämlich mit ihm hier schon mal einen Ozean machen. Da haben wir das. Mit rechter Maustaste können wir hier den darüber laufen lassen. Ach, das ist schon soweit. Gut. Nutze alle deine Fähigkeiten, um mindestens die Hälfte deiner Felder bewohnbar zu machen. Richtig. Darum geht's. Also, das haben wir schon geschafft. Na gut. Jetzt machen wir halt ein bisschen mehr, wie angedacht. So.
1, 2, das sind drei Abschnitte. 1, 2, ja, machen wir hier so. Jetzt machen wir gleich alles hier bewohnbar. Damit haben wir es. Ist in Ruhe. Zack. Und zack. So. Und schon haben wir den ganzen Planeten fertig. Gut gemacht, du hast dein Ziel erreicht. Du hast nun gelernt, wie man Ozeane und Wälder, Berge und Wüsten erschafft. Du hoffst, dass auf dein Leben lang erblüht, während du schlummerst. Aha. Okay. Und da hätten wir schon damit das Erste. Dann machen wir gleich noch das Zweite. So, na komm. Achso, wir sind schon nicht so weit. Test. Jetzt. Die zweite Ära. Willkommen in der zweiten Ära. Du kannst jederzeit auf Fragezeichen drücken, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Klicke auf Falter, um fortzufahren. Da steht auch Next. Einheit bist du in Schlummer erwacht. Du erinnerst dich an Riesenwälder und Ozeanarchivs. Du sammelst erneut Kraft, damit Ozean und Waldriese wieder erwachen können. Erschaffe eine Welt. Machen wir. Kratschum. Nutze den Waldriesen und Ozeanriesen um einen Wald von 10 Feldern. Haben wir gemacht. Jetzt sollen wir hier Obst anbauen. Wo bauen wir das an? Hier. Fein. Nutze die Fruchtpflanze. Fähigkeit des Waldriesen, um einige Pflanzen im Wald zu platzieren. Und schon haben wir die erste Hütte. Sobald sich die Menschen niederlassen, spürst du all ihre Gedanken und Gefühle in dich fließen. Es wäre weise, so viel wie möglich von diesen Menschen zu lernen. Okay, dann wollen wir das mal machen. Klick auf ein Dorf, um die Dorfgrenzen aufleuchten zu lassen. Das Ende der Dorfgrenze wird durch einen Wachturm und eine Boje markiert. Einmal das hier und einmal das hier. Du setzt von Pflanzen, Tiere oder Mineralien innerhalb des Dorfgrenzen erzeugte Ressourcen. Dörfer wollen durch die Verwendung von Nahrung, Reichtum und Technologie Nutzung, die du ihnen zur Verfügung stellst, wachsen. Alles klar. Durch Drücken der Steuerung Taste, die durch zusätzliche Informationen Felder. Steuerung haben wir hier. Alles klar, das ist jetzt glaube ich der Bereich, wo es wirkt. 25, 2. Ja, gut. Lassen wir die. Die blaue Ware liefert 5 Nahrung, deshalb können die Dorfbewohner bis zu 5 Nahrung verwenden. Logisch. Die Ressourcen des Dorfes kannst du dir ansehen, indem du das Dorf anklickst. Achso, hier oben. Also, lief kurz aus, ja, genau. Hat man schon.
Du kannst sehen, wie viel Nahrung derzeit genutzt wird, die Anzahl vor dem Schrägstrich und wie viel Nahrung die Anzahl hinter dem Schrägstrich zur Verfügung steht. Platziere weitere Vorpflanzen innerhalb der Dorfgrenzen und beobachte, wie das Dorf auswirkt. Hier. Dann hier haben wir keine Möglichkeit mehr. Das sind jetzt logischerweise 10. In der Dorfübersicht kannst du sehen, dass die zwei Heidelbeeren jetzt 10 Food erzeugen, generieren. Das könnte dazu führen, dass sich 10 Food in Nutzung befinden. Okay. Je größer die Differenz zwischen der genutzten Nahrung und der Nahrung innerhalb der Dorfgrenze ist, desto schneller steigt die genutzte Nahrung an. Aha. Schau nach, ob du genutzte Nahrung durch den Einsatz von Vorpflanzenfähigkeit über 11 steigern kannst. Alles klar. Und zack, in dem Moment steigert. Alles klar. So, können wir hier schon mal für die Kümmerlei. Na und? Komm. Gibt jetzt noch eins jetzt noch. Die sind schon fleißig am Sammeln. Können wir mal reinzoomen. Es ist halt einfach gehalten. Also von Art und Weise. Man sollte jetzt echt nicht erwarten, dass es ja sonst was für eine Grafik ist. Ja. Aber es funktioniert. Und es hat eigentlich, also dafür, dass ich es einmal nur antesten wollte, wo es die Aufnahme irgendwie nirisch gepackt hat. Irgendwas. Ich glaube, ich habe da ein Kabel nirisch angeschlossen. Also das war diesmal mein Fehler. Ja, ich habe dann ziemlich schon lange gespielt gehabt. Gut gemacht. Das Dorf wächst und die Bewohner lang wissen. So haben sie haben angefangen, etwas Eigenes zu bauen. Okay. Nahrung im Gebrauch. Klick auf die Spezialisierung der oberen rechten Ecke zu beachten. Pilz, also 15 Nahrung für jedes Mineral innerhalb der Dorfgrenze. Mineralien, ne? Okay. Ja, Spezialisierung geben Bonus. Derzeit fehlt ja das Reisen noch mythische Fähigkeit. Okay. Oberhalb des Spezialisierung-Tabs siehst du die Ziele des Projekts. Da, das hier. Einfach mal über das Projekt. Das war, Benutze heimische Tierfähigkeit des Ozeanriesen im Wald. Wo denn? Hier? Können wir bloß hier machen. Aber bevor wir das hier machen, machen wir das erstmal kurz hier. Weil wir wissen, dass wir die Nahrung brauchen. Jetzt soll mich hier schon mal erstmal markieren. Und dann können wir uns Aufgabe im Wald machen. Weil wir haben ja jetzt gerade mal 16. Hm? Was hätten wir mit dem hier genauso? Ne, da steigt mal ein bisschen mehr, weil das hier jetzt auch steigt. Was? Was? Ich hab doch bloß... Hä? Was ist jetzt passiert? Ach. Okay. Dann halt nicht. Man muss nicht, ne? Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was abgegangen ist, aber... Okay. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal mit dem zweiten Tutorial weiter. Also, bis dahin. Tschüss.